Ottel zu Gast bei SGL Carbon in Meitingen. Der gebürtige Münchner hat inzwischen viel über Schwaben gelernt, viel gesehen und ist gerne in Augsburg. Das ist eine schöne Stadt. Ich wohne am Alten Dom in der Nähe und fühle mich da eigentlich in dem Kreis auch relativ wohl. Habe auch schon mal das ein oder andere Café oder das Restaurant kennengelernt, wo ich mich dann auch das ein oder mal auch öfters aufhalte. Und deswegen habe ich mich eigentlich recht schnell wohlgefühlt und habe schon das ein oder andere kennengelernt. Das Einleben haben ihm auch seine Teamkollegen leicht gemacht. Andreas Ottel ist unternehmungslustig, hört gerne Musik und fährt im Winter Ski. Aber vor allem Menschen sind ihm wichtig. Ich versuche sehr viel Zeit mit meinen Freunden, mit meiner Familie zu verbringen, mit meinem Hund. Und da kann ich ein bisschen abschalten dann auch. Und abends gehe ich mal gerne ins Kino, gehe gerne gut essen. Und so verbringe ich meine Freizeit. Das Derby gegen den FC Bayern ist für Ottel ein besonderes Spiel. Eine Art Wiedersehen mit alten Freunden. Denn der 27-Jährige war früher selbst Bayern-Spieler. 15 Jahre bei dem Verein gespielt und da verbindet einen natürlich schon sehr viel. Ich habe meine Jugend da verbracht, dann hat auch einen Großteil meiner Profikarriere bis jetzt. Und kenne natürlich noch den einen oder anderen Spieler, den Verantwortlichen oder auch im Team, um das Team herum. Und deswegen ist es was Besonderes. Aber Bayern hat dieses Jahr schon eine Vorrunde gespielt und wäre schön, wenn wir dafür eine Überraschung sorgen könnten. Andreas Ottel jedenfalls fühlt sich jetzt beim FC Augsburg zu Hause. Das Herz des Oberbayern schlägt jetzt ganz klar schwäbisch.